Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, es ist vielfach angeklungen, Kulturpolitik wird unterschätzt. Und auswärtige Kulturpolitik wird ebenfalls unterschätzt. Sie gilt als freiwillige Aufgabe des Staates, als weicher Standortfaktor, als nicht hoheitliche Aufgabe, Claudia Roth hat es gesagt, als Sahnehäubchen oder der Außenminister nice to have. Nein, meine Damen und Herren, Kulturpolitik, wo immer sie stattfindet, ist ein harter Standortfaktor. Und das muss in die Köpfe auch vieler politischer Entscheider getragen werden. Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik ist eine wichtige Säule unserer Außenpolitik. Und gerade wenn die Welt so durcheinander geraten ist wie im Augenblick, ist sie von großer Bedeutung. Vielen Dank für den Bericht der Bundesregierung, für den Bericht zur auswärtigen Kulturpolitik. Und es ist gut, dass wir einen solchen Antrag hier diskutieren. Und Herr Dehn, solange Sie immer noch so rückwärtsgewandt das ganze Vokabular des Marxismus hier auspacken, solange geht es halt auch nicht mit Ihnen. Also so, nein, Thomas Mann meine ich ganz bestimmt nicht, aber waren Sie es nicht der, ich glaube, Sie müssen da noch ein bisschen lernen und Sie müssen da noch ein bisschen Abschied nehmen von mancher ideologischer Verklemmung aus der Vergangenheit. Jeden Tag hören und lesen wir von den Konflikten in der Welt, von Verfolgung, Unterdrückung, Unfreiheit, kurz gesagt von den fehlenden freiheitlichen Werten. Und gerade da hinein tragen wir Kultur. Und das ist eine durch und durch schöne Aufgabe und ebenso wichtige Aufgabe. Diese Werte, unsere Vorstellung von Presse- und Religionsfreiheit, von Rechtsstaatlichkeit, von gesellschaftlicher und kultureller Vielfalt, sind Zeichen von Völkerverständigung, vom Austausch, von Ideen, von Brückenbauen in ja, teilweise eine heillose Welt. Mit der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik tragen wir eben nicht nur die deutsche Sprache in die Welt, wir vermitteln auch kulturelle, gesellschaftliche Werte, fördern den Austausch von Kunst und Kultur. Claudia Roth hat es ja alles aufgezählt, was hier getan wird in diesem Bereich, und das ist unglaublich viel. Und wir zeigen damit natürlich auch der Welt ein gutes, positives, authentisches, lebendiges Bild von Deutschland und Europa. Eine grundsätzliche Bemerkung vorweg: Auswärtige Kulturpolitik ist nicht statisch, muss sich verändern angesichts einer sich schnell verändernden Welt. Und deshalb müssen neue Schwerpunkte gesetzt werden. Das heißt, dass wir stärker in die Krisen Osteuropas blicken müssen und gucken müssen, was wir da hineintragen können. Die arabische Welt gibt uns neue Aufgaben auf und natürlich auch Afrika. Deshalb begrüße ich sehr, dass das Goethe-Institut dort einen Schwerpunkt legt, einen neuen, gar nicht so neuen Schwerpunkt legt und mit Sprache, Musik und Film in diesen großen Kontinent geht. Und jetzt könnte man einen Vortrag halten, wie Musik Brücken baut und verbindet, kann ich leider nicht tun. Aber ein herzliches Dank geht von dieser Stelle ans Goethe-Institut. Ich nehme drei Bereiche aus dem Antrag heraus, weil man über alles nicht reden kann. Zum einen die Förderung von Presse- und Meinungsfreiheit, zweitens die Förderung von internationalem Kulturaustausch und drittens die europäische Einigungs- und Nachbarschaftspolitik. Zum ersten Punkt, Presse- und Meinungsfreiheit. Wir sehen in diesen Tagen, wie gestört Presse- und Meinungsfreiheit in manchen und vielen Teilen unserer Welt ist, in vielen Ländern. Und ich brauche mir nur zu überlegen, wie über die Ukraine, über Aleppo oder über den Absturz der MH370 berichtet wird, um zu wissen, wie wichtig es ist, dass wir unsere Maßstäbe von Presse- und Meinungsfreiheit
mithilfe der Kultur- und Bildungspolitik in andere Länder tragen. Die Propaganda aus dem Osten macht uns das Leben schwer, aber sie macht noch mehr das Leben anderer Völker schwer, die direkt am Rande dieses großen Reiches liegen. Ich weiß, wie die baltischen Länder sich fürchten vor dem, was über die russische Propaganda in ihr Land getragen wird und dafür sorgt, dass die Menschen in unterschiedlichen Medienwelten leben. Die Deutsche Welle ist deshalb ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Kultur- und Bildungspolitik. Sie bringt viele wichtige Berichte in die Welt, aber was ich fast noch wichtiger finde, sie macht Schulung und Beratung von Journalisten, von angehenden Vermittlern von Meinungen und insofern nimmt sie auch eine wichtige Aufgabe wahr, um Journalisten in aller Welt auf den Weg in eine freie Medienlandschaft zu bringen. Schwer genug, aber sie tut's. Und deshalb ist die Deutsche Welle ein wichtiger Träger von der Kultur- und Bildungspolitik. Und damit bin ich auch beim nächsten Punkt, nämlich beim internationalen Jugendaustausch. Ich finde auch, dies ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein für Frieden in Europa, in der Welt. Und wir erinnern uns, dass zum Beispiel der deutsch-französische Jugendaustausch ein wichtiger Bestandteil auch der Aussöhnung mit Frankreich war und ist. Und Frankreich heute zu unseren besten Freunden zählt. Und ähnlich müssen wir es natürlich auch in den Osten tun. Deshalb arbeite ich auch mit Freude an einer deutsch-baltischen Jugendstiftung, weil wir in diese Region gehen müssen, um sie zu stärken, auch in der Auseinandersetzung und in ihrem Freiheitswillen. Das halte ich für enorm wichtig. Und gerade wenn wir wissen, dass sie in der unmittelbaren Nachbarschaft von Russland große Probleme haben, dann finde ich, ist das gut angelegtes Geld. Das Gleiche gilt für das deutsch-polnische Jugendwerk. Also mit diesen Art von Austauschprogrammen, die ja integraler Bestandteil unserer Kultur- und Außenpolitik, Kultur- und Bildungspolitik sind, können wir viel erreichen und viel tun. Und die nächsten Generationen haben es dadurch leichter. Letzter Punkt, europäische Einigungs- und Nachbarschaftspolitik. Ja, auch das ist schon angeklungen bei meinem Kollegen Bernd Fabricius. Wir haben uns vielleicht ein wenig zu wenig um unsere eigene Identität, um unser eigenes Land und um Europa gekümmert. Wir haben gemeint, dass wir Europa nur über den Euro definieren können. Aber es geht eben nicht nur um Geldwerte, sondern es geht um ganz andere Werte. Und hätten wir das intensiver getan, dann hätten wir vielleicht manches Problem, was wir im Augenblick haben, an Desintegration oder auch an dem Verlust von Großbritannien nicht gehabt. Und auch die Tatsache, dass die Solidarität leider nicht überall geübt wird und zu wenig geübt wird und wir allein gelassen werden oder einige Länder allein gelassen werden mit der Aufnahme von Flüchtlingen, zeigt ja, dass hier ein Defizit entstanden ist von Werten, die wir hier wieder implementieren müssen oder um die wir uns kümmern müssen. Deshalb ist es gut, dass auch übrigens das Goethe-Institut sagt, wir müssen auch im Inland etwas tun, in Europa etwas tun. Letzter Punkt, die Berufung von Staatsministerin Maria Böhmer zur Sonderbeauftragten für das UNESCO-Welterbe halte ich für einen enorm guten Schritt, zum eigenen für uns hier, aber auch für den Erhalt, für den Wiederaufbau zerstörten Kulturguts in Syrien, im Irak und in anderen Ländern. Frau Kollegin, Sie müssen zum Schluss. Meine Redezeit ist zu Ende, das ist mir klar und deshalb bringe ich sie auch zu Ende. Meine Damen und Herren, ich schließe damit, dass ich hoffe, dass jeder weiß,
dass Kultur- und Bildungspolitik, auswärtige Kultur- und Bildungspolitik eben kein weicher Standortfaktor ist, sondern dass wir sie brauchen zum Brückenbau und zum Frieden in dieser Welt. Dankeschön. Und nun erteile ich das Wort dem Kollegen Peer Steinbrück, der heute zum letzten Mal für die SPD-Fraktion hier in diesem Hause spricht.